Irgendwie total vergessen, wo ich war. So lange her, hey. Wo gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Was ist hier passiert? So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Hier sind noch mehr. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Was siehst du? Nur Tierspuren. Das ist cool. Gefällt mir gleich mal hier. Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Hey, zieh das mit deinen Klingen runter. Bitte. Okay, wieso funktioniert das nicht? Nur Kreis, okay. Interessant. Wow, der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund ist. Wow, eine Warnung wäre nett. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immer zu auf der Hut. Wohin jetzt?
Ajo. Das war jetzt gerade ein Witz, oder? Mit dem bisschen Energie, was sie da hatte. Um Gottes Willen. Hä, wieso bringt denn das nichts? Ach so. Ja, manche kann man halt nur so töten. Gut zu wissen. Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Vorsicht! Komm, verreckt, Mann. Von links! Achtung, hinter dir! Komm jetzt, Mann! Hinter dir, Vater! Das gibt's doch nicht, ey. Da regt ihr auch mal über was, ey. Na also. Das.
Nice. Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Okay. Ist ja kein, dass das immer wieder geht. Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Events, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Was ist da hoch oder was? Tatsächlich. Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will, aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Zu spät. Vater, benutz deine Klinge. Verbrenn sie. Der Junge hat recht. Verbrennen Sie, sonst nimmt das kein Ende. Bitten! Von rechts! Tja, geil. Jawohl. Mein Gott, ey. Super. Das war ein Scheiß, echt. Viele Tote hier. Ach, Mann. Wir sollten weitergehen. Hä? Und wohin?
zu spät. Vater, benutz deine Klingen. Verbrenn sie. Reicht von dir. Ist doch scheiße, Alter. Was ist denn das für ein Rotz, Mann? Verpisst euch mal. Links sind noch mehr Räuber. Hinter dir. Linke Seite, Achtung. Viel zu stark, Alter. Was ist denn los, Mann? Bruder, geh auf, Bruder. Ich mich eigentlich voll verarsche. Wenn das Mittelschwert. Hey, regt mich echt auf. Ich hab keinen Bock, Alter, 8000 Mal die gleiche Stelle zu spielen, ey. Zu spät. Vater, benutz deine Klinge. Verbrenn sie. Der Junge hat recht. Verbrennen sie, sonst nimmt das kein Ende. Ja, wenn die mal wechseln könnte, die Waffe. Achtung, hinter dir! So geil, oder? Hinter dir, Vater! Rechte Seite, Bruder! Keine Ahnung, gell? Ich hab schon wieder keinen Bock mehr. Ich schwör's euch. Warum ist denn das so schwer, Mann? Das gibt's doch nicht, ey. Zu spät. Vater, benutze deine Klinge. Verbrenn sie. Hinter dir. Boah, wie stark die Hurenzöhne jetzt sind, Alter. Das darf doch nicht wahr sein, Mann. Alles klar. Guck mal. Das wird nicht mehr auf, Alter. Verpisst euch, Alter. Doch ein Witz, Alter. Das ist doch ein Witz, Mann. Willkommen bei Elden Ring.
Ja, jetzt ist gut, Alter. Zu spät. Vater, benutz deine Klinge. Ach nee. Guck mal. Viel zu stark. Rechte Seite, Bruder. Ein Räuber von links. Linke Seite. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll, weißt du? Das ist echt. Die sterben halt auch nicht, weißt du? Ja, ja, linke, rechte Seite, rechte, linke Seite. Ah, der rote, ey. Ich bin gleich wieder tot, gell? Nur zur Info. Guck mal, ich kann gar nichts machen. Was für ein Hurensohn. Und was willst du eigentlich, du Bitch, Alter? Verpiss dich, Mann. Hinter dir. Verpiss dich. Motherfucker. Mister. Nein! Wie übel, Mann. Scheiße, Mann, echt. Mal nicht zum Aufladen. Könnte ich kotzen. Alter, lapp jetzt. Wo warst du vorher, Mann? Du bist mir so ein Sohn, hey. Nichts zum Aufladen oder was? Mach keinen Scheiß jetzt. Und nun? Naja. Also das hat mich jetzt echt ein bisschen aufgeregt, ey. Was ist das so schwer, Mann? Mhm. Das sehe ich aber spät jetzt, ne? Sehr spät. Ah, hier, klar. Brutal. Ist es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Was ist gar nicht mehr auf. Wow, sieht kalt aus. Alter, das ist echt geil. Meine Hand tut schon weh, also kein Witz. Ja. Ja.
Riesen. Ist es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Komm mal weg. Nächster! Bitte verreck. Eingefroren. Was jetzt? Wir klettern. Gut. Ah, er ist wirklich gut darin geworden. Und das nächste Bild des Grauens. Nächster! Ja, komm. Ich hab dich denn gesonnet. Hier in der Luft zerschmetter ich dich, Mann. Das ist geil. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen. Hey, was ist los? Achso, hochklettern. Die ganze Zeit, ich muss sagen, was war Kreis, ne? Los, oha. Ui. Ein Hirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Hinter dir! Dein Schild ist kaputt, Bruder! Bleib einfach in Bewegung, ja? Deine Hörner leuchten! Vielleicht deine Schwachstelle! Nächster! Oh, Scheiße, Mann. Achtung, linke Seite! Na, so schaffe ich es auf jeden Fall nicht, aber so. Meine Fresse, ist das ein Dreck. Was ist die ganze Zeit? Kurwa. Verstehe ich die ganze Zeit? Kurwa.
Tja. Es ist so oder gar nicht mehr. Naja, leck mich am Arsch. Ein Pirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Wie ist das? Deine Hörner leuchten! Vielleicht eine Schwachstelle! Nächster! Vorsicht, Dreck! Was ist denn das? Leck mich am Arsch. Ach, was? Ey, leck mich am Arsch. Wie kann ich denn da ausweichen, Mann? Ach was? Ziele muss man können, sag ich immer. Deine Hörner leuchten, vielleicht deine Schwachstelle. Ja. Nächster. Ach, leck mich am Arsch. Ja, jetzt aber. Okay. Verreck mal, du Drecksau, Alter. So schlecht. Mit der Freya, die Räuber, Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das na ist also, ein sicherer Ort. Geht doch.
Ja, das war falsch. Wohin jetzt? Vater! Der Schild, den Mutter gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt... Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Komm, hier können wir rein. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich habe sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Halt, zielen muss man halt auch. Ja, was? Okay. Nochmal. Nee, das bringt nichts, Mann. Hat sich etwas bewegt? Ey, Bibi. Ja, ich bin nicht arg lang an, 38 Minuten, aber ich hab mich gerade zu Tode aufgeregt. Sei froh, dass du es nicht erlebt hast. Junge, hab ich geschimpft, ey. Gleich vorher, weißt du, ich hab nix Kraft, war viel zu schwer. Sieht interessant aus. Weil durchdreht wieder. Ich schaff's nicht. Nächster. Das sollte helfen. Also, meine Fresse. Manche Sachen sind zu einfach. Und ja, was ist schon los? Na also, los! Und was geht ab? Oh. Oh, mein Kaffee vergessen, guck mal. Schau zu. Ah, heute ist Comic-Con, genau. Gut, dass ich keine Karte gekauft habe, gell? Ich verinnert mit, weil mir geht's so nicht gut. Hey, ich muss mich noch schonen. Morgen geht's los. Das ist neu. Oder weiter, nicht los. So richtig fit bin ich auch nicht. Ja, was will ich machen, weißt du? Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Fit ist was anderes, aber es dauert halt. Aber ich höre auf jeden Fall nicht mit. Hätte meine Karte verschenkt wahrscheinlich. Was ist das, Junge? Wo sind die? Ich bin voll schlapp, Mann. Kennst du doch. Laufst du ein bisschen und dann bist du schon voll am Arsch. Der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skull und Hati, den Wolfriesen. Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Skull und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gäbe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonne. Immer gespannt, ob ihr irgendwelche Stars seht. Überraschung oder so. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Ich schau dir auf jeden Fall die Charaktere an bei... Game of Thrones und die anderen Ringe der Macht oder was weiß ich, was da alles gibt.
House of Dragons, keine Ahnung, wer da. Da ist ja irgendjemand da, weißt du? Und dann. Seht ihr, wer die Arme weiß ich gleich, wer es ist. Anführt? Das ist Tyr. Wenn er zu Ragnarök da ist, heißt das, dass er am Leben sein muss. Oder? Mimir. Kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir. Dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder. Wieso, du hast doch Eintrittskarte. Was willst du noch zahlen? Warte. Wir gehen nach Hause. Mensch, essen und trinken dort, oder was? Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Also darauf kannst du dich verlassen, dass alles teuer wird. Wenn du das meinst. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Ich kann euch nur einen Tipp geben, Getränke mitzunehmen. Weißt du, hast du eine Tasche oder einen Rucksack oder sowas? Das ist Riesenhandwerk. Und dann halt ein paar Sachen einpacken. Warst du wieder in Jötunheim? Kann mir echt vorstellen, dass dann Wasser 5 Euro kostet oder so ein Scheiß. Kann ich mir schon. Schrein. Bei wie vielen warst du? Nee, nur wenn du Fotos also machen willst, eine Unterschrift. Bei allen? Dann stehen die da ganz normal hinter der Ding, aber die unterschreiben halt nicht, glaube ich, oder die machen kein Bild mit dir, weil das alles extra kostet, was voll die Schweinerei ist. So wie all das? Deshalb gibt es ja diese teuren Eintrittskarten, beispielsweise 95 Euro, mit Porträt, mit Star und was weiß ich. Aber das kann man davor schon buchen. Aber ich weiß nicht wo. Und ich glaube, man kann sich dort entscheiden. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was. Deshalb kommen ja die großen Stars. Hat mir geholfen. Bibi, voll selten. Das sind ja die kleinen Fische, die dann 100 Euro wollen. Seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Ja, guck schon mal, genau. Mich interessiert keiner, das weiß ich jetzt schon, außer von Star Trek. Aber da kommt kein Mensch. Weißt, von Voyager oder so, das wäre der Oberhammer oder Next Generation. Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Der Zeit, dass wieder gesund wird, hey, echt. Das macht keinen Spaß. Ich schmeck und riech 0,0. Immer noch 0,0. Unfassbar, dass es so lang geht, hey. Seit Freitag, letzte Woche, schmecke ich nichts, gell. Über eine Woche jetzt, ja. Hier lang. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Der Boden sieht hier rissig aus. Ach so. Hä? Was soll ich das jetzt machen? Ach man. Ach da. Jetzt. Was ist da wohl drunter? Bis hin's gleich. Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich. Hier, Kisten. Mimir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat?
Aber hat Miki das schon durchgezockt, weißt du das? Ich höre mich und sehe gar nichts. Die streamt das gerade gar nicht so oft. Ich frage mich, ob die überhaupt noch spielt. Und wohin jetzt? Ja, schon witzig. Hä? Wo ist Atreus eigentlich? Der Bengel, ey. Da ist er oben. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Aber durchgezockt hat sie bestimmt schon. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren. Komm, 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 komm. Keine Zeit ohne Schild. Jawohl. Ja, komm. Hallo. Oh, ist ein Riese, du, der Typ, ey. Ich muss frühstücken gehen. Da habe ich keinen Bock mehr. So geht's schon die ganze Zeit, Bibi. Elden Ring 2 oder was? Wo ist eigentlich mein Scheißschild? Was ist passiert? Noch ein Räuber! Von links! Rechts von dir! Komm, hau ab. Du Drecksau. Ich glaube, ich muss einfach nur ausweichen. Kann das sein? Hinter dir, Vorsicht! Ja, so einfach ist es halt auch nicht. Alter, mit was jetzt? Mit Axt oder mit Messer oder mit. Nächster! Komm, ich warte nur, bis der. Bis der Kleine den mal. Bis der auseinanderbaut. Ich keinen Bock gegen den zu kämpfen, gell? Atreus, Mann, mach den jetzt fertig, Alter. Im Spitz. Hör einmal auf den Vater, Alter. Also, du Sau, du Blöde, ey. So. Stirb. Drecksack.
So, schön habe ich es gemacht. Fast zu Hause. Wollte gerade fast hochlaufen wieder. Oder hochklettern. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir. Ja, auch. Das war noch Zeit. Er wird so oder so. Jetzt über die Kinder von heute. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, hast du das gehört, gab's aufs Maul. Und geh eine Weile mit ihm. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Wo sind wir jetzt gelandet, ey? Und hinten ist ein, Gegner? Nee. Hier drüben. Hallo. Sindri. So wahr ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht. Und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Oh, nice. Nach euch, meine Freunde. Oh, wo geht's denn jetzt hin, hey? Der Pfad im Wohlwinter überleben. Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau ist. Sind es raus? Cool. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Sieht cool aus, echt. Kommt rein. Kommt rein. Hast du keinen Bock auf das Game, Baby? Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Ich warte also, noch, bis billiger wird, gerne. Dann hole ich es mir als Sammlung. Dort. Geöffnet. Echt nett. Hat jemand Hunger? Kratos? Oh, voll cool, das Game, man. Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Ja, ich schau auch gern zu. Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko, alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt oh, mein Magen knurrt. Dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da. Nach der Videosequenz gehe ich was essen. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz bestimmtes halb zehn, deine Hilfe brauchen. Oho. Halb acht, die aufwacht. Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey, ich brauche meine Butterbrezel. Nicht so schnell. Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt. Besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey. Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt
damit. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Cool. Der Junge unbedingt weiter wachsen. Brüdergewand. Sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Mhm. Nicht schlecht. Gürtel der Macht. Das man nicht genug. Oder ansonsten kann ich gar nichts machen. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Geh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrovian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Jetzt aber. Boah, geil. Das sieht echt cool aus jetzt, ja, guck mal. Gefällt mir. Also ich gehe mal frühstücken. Bis später. Aber würde ich sagen, hast du mich schon unterwegs? Ja. Oh ja. Geht ein bisschen chillen. Muss noch ein bisschen Wäsche machen. Habe ich schon angefangen damit. Das dauert wieder der ganze Tag, ey, bis alles fertig ist. Und ich hoffe, dass ich morgen ein bisschen fitter bin. Ey. Echter Witz. Naja, wir hören uns. Jo. Macht's gut. Danke fürs Reinschalten, liebe Leute. Adios. Ja, genau. Schickst ein paar Bilder auf jeden Fall. Bin mal gespannt.
Allee, ciao, ciao.